Na, der ist da drauf. Ach nö! Inferno, ich bring dich um! Ich hasse Territoriumverteidigungen. Aber sie sind leider Gottes notwendig, weil sonst verliere ich an Prestige. Und das wollen wir natürlich nicht. Oder etwa doch? Nein, nicht schon wieder zu. Alter, und dann habe ich auch noch nicht Gas gegeben. So, lass mich alle vorbei. Dankeschön, auf Wiedersehen. Da ist der Renault Clio, der sich mal gemütlich verpissen kann, danke. Da fällt er um. So, weit die Kurve nehmen, damit da keiner irgendwie hier auch nur auf die Idee kommt, mich wegzurammen. Wow. Okay. Das war schön. Das erste Mal, dass ich diese Kurve traumhaft schön genommen habe. Und mit welchem Wagen? Natürlich mit dem RX von der 7. Oh, Kurve. Linke Kurve, rechte Kurve. 1, 2, 3, 4. Yo, ich kenne den langsam. Schön. Und ein Träumchen. Ja, das sollte easy zu gewinnen sein. Was? Ich soll immer die Bushaltestellen mitnehmen. Ja, das denke ich schon. Nein, das ist mein Sieg, Yumi. Das ist mein Sieg. Da sind die Affen. Und da, ist er, und da habt ihr mich gesehen. Ganz kurz. So. Einmal zurück zum Unterschlupf. Ich will wissen, welche Karosserie-Vinyls wir freigeschaltet haben. Denn wir haben da was freigeschaltet. Ich weiß nur nicht was. Ich habe zu schnell weggedrückt. Tunen. Optik. Vinyls. Schicht hinzufügen. Tribal haben wir freigeschalten. Und Karosserie-Streifen! Und sogar noch Tribal. Alter, ordentlich freigeschalten hier. Jo, dementsprechend, dann machen wir die scheiß Flamme da weg. Die ist eh hässlich. So, den Affen lassen wir drauf. Und jetzt nehmen wir schöne Streifenkarosserie. Also scheiß auf die Streifen, dass wir die nicht freischalten können. Ist zwar kacke für die 100% und da muss ich definitiv mich nochmal informieren darüber. Ob das tatsächlich leider so traurige Wahrheit ist oder wie oder was oder sowieso. Was haben wir denn da? Das sieht nicht schlecht aus. Vor allem, man kann ja die Farben auch noch unterschiedlich anpassen. Mhm. Nee. Verdammt, das war's schon. Dann ist die Auswahl nicht so mega. Die ist nicht so geil. Das ist nicht toll. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das sieht immer noch am besten aus, ne? Machen wir einen Fotomodus. So, die Streifen nach vorne. Jawohl, die Streifen an der Seite. Und hinten komplett abgedeckt. Ja, doch, hier komm, das passt. Digga. So. Dann nehme ich das. In welchen Farben? Also, zum einen hätte ich mal ganz gerne Orange. Orange gefällt mir einfach, das ist Tatsache. So, das ist ein schön knalliges Orange, das passt. Fläche 1, dieses Blau, ja, doch, das geht in Ordnung, das geht klar. Verdammt, da war noch mehr zu machen. Fläche 1, Strich, ja, muss schwarz sein, sonst distanziert sich's nicht. Nice, so. Jetzt können wir das Ganze noch bewegen. Die Frage ist, wie? Ich würde lediglich vielleicht sagen, dass wir das Ganze ein bisschen dicker machen. Und zwar so, in der Manier. Dass wir hier so, ja, wie soll ich sagen, die Streifen einfach mehr zur Geltung kommen. Und ich finde, das reicht schon. Das ist in Ordnung. Aber wir müssen die ganze Schicht natürlich unter die Affen setzen. Denn sonst sieht es so aus, als wären die Affen im Knast. Und das geht natürlich nicht.
So, jetzt sind sie frei, die Affen. Und jetzt haben wir, denke ich mal, es ist eine schlichte Variation, die wir durchaus noch ein bisschen weiter ausarbeiten können. Aber uns wurden ja die Streifen leider verwehrt. Vielleicht könnten wir es noch schaffen, dass wir mit Hilfe von Karosserie Tribal da ein bisschen was Ordentliches machen. Wenn es was von vorne wäre. Da, oh, Alter. Da ist natürlich so dieser fette Streifen einfach mit so einem, mit diesen Tribals eben drin. Aber das verdeckt zu sehr unsere Streifen an sich. Das ist wiederum nicht schlecht. Das hätte was auf jeden Fall für das mit vorne zu tun. Das ist auch nicht schlecht. Und das war es auch schon. Okay, das heißt entweder die 10 oder die 8. Nein, die 7 war es. Die 7 oder die 10. Nehmen wir die 10. Es hat auch nur eine Farbe. Nehmen wir weiß. Schlicht weiß. Ja, man muss vorsichtig sein, weil das ist schon sehr dominant auf jeden Fall über der gesamten Motorhaube dann. Wenn wir einfach ganz, wenn wir das gleiche Silber nehmen. Das sieht auch blöd aus. Schwarz hat was. Verdammt, halt, da war doch noch was, oder? Fläche? Nur noch den Strich dann, ne? Ja, genau. Den Strich können wir dann weiß machen. Okay. Gut. Dann müssen wir das Ganze ein bisschen nach hinten bewegen. Damit es auch oh. Ist nicht dick genug. Also müssen wir es länger ziehen. Und wieder zurück. Und ein bisschen nach hinten schieben. Jawohl. Nee, noch ist nicht ganz. Jetzt komplett über der Motorhaube. Und jetzt ist auch unten. Okay, nice. Es zieht sich auch irgendwie bis ganz nach hinten durch. Das ist auch geil. Auf jeden Fall. Jetzt fehlen die Seitenstreifen, fällt mir gerade auf. Mir fehlen die Seitenstreifen da so. Weil die Streifen habe ich so dick gemacht. Ach, ist ja auch egal. Passt schon. Und das kommt jetzt ganz nach unten. So. Blöd ist natürlich, dass es... Ah, Mann, das geht mir jetzt gerade auf den Keks, dass die jetzt natürlich da unten verschwinden. Karosseriestreifen muss ich dementsprechend nochmal bearbeiten. Und den ein bisschen dünner machen. Leider. Weil sonst sieht man diese Seitenstreifen nicht mehr. Zack, da sind sie ja. So. Jetzt ist das Ganze klein, aber fein. Man sieht es zwar nicht mehr so krass, aber hey, scheiß drauf. So, annehmen. Okay. Ja, ich denke mal, das kann man akzeptieren. Das, denke ich, kann man akzeptieren. Warenkorb, give me the thing. Nein, scheiß Maus. Muss ich halt das wieder machen. Haben wir noch was an Leistung dazu bekommen? Wenn wir schon gerade hier beim Tunen sind. Gar nichts. Gut, dann halt nicht. Dann fahren wir noch ein, zwei Rennen und dann war es das auch schon wieder. So. Was haben wir denn da so? Da haben wir einmal Karosserie-Vinyls Paket 1. Ah ja, das heißt, das sind die normalen Karosserie-Vinyls. Hier haben wir Felgen. Felgen. Nehmen wir die Felgen. Ich will einfach dieses Gebiet gerade erobern, weil ich mich dachte, daran entsinnen zu können, dass der Laden für die Exoten, der Autoladen, da drin war. Und wenn wir den freigeschaltet haben, dass wir vielleicht erst dann auf die zugreifen können oder so. Einmal komplett außen herum mit voll Nitro. Yumi, was machst du denn schon wieder? Komm, ich habe ein Gummiband nach hinten gespannt. Du kannst nach vorne. Wow! Alter, was ist denn das für eine Kurve? Ich konnte nicht richtig bremsen, weil ich abgehoben bin. Hashtag abgehoben.
warum fährst du jetzt die ganzen Bäume um? Alter, diese 90-Grad-Kurven. Okay, ich merke, mehr bremsen. Ach, die Kurve habe ich aber schon mal verkackt. In dem Kontrollrennen. Lumi, gib Stoff. An mich macht sich keiner ran ohne meine Erlaubnis. So. Links Park? Links? Da, links Park. Easy. Die anderen sind uns nicht gefolgt. Traumhaft. Da es ein Sprintrennen ist, ist es noch umso besser. Und... Oh! Alter, da wäre ich fast schon wieder voll in diesen Pflock reingefahren. Dafür bin ich hier an die Seitenmauer. Und... Durch! Das ist extrem bitter, wenn das passiert, wenn du gerade Cops abschütteln willst. Weil dann stürzt das Teil nämlich nicht um. Fürs Rennen ist es genial. Ja, die Juni gibt schon wieder Stoff, Mann. Ja, weiß ich, weil ich schnell bin. Ja, wir sind meilenweit vorne, ich nicht. Boah, Alter! Die hat mir den Sieg weggenommen! Dumme Foot! Geht ja gar nicht! Nimmt mir einfach hier Paket 3. Dafür haben wir uns hier in Wurst TFK ein bisschen. Porsche Cayman! Was haben wir denn da Feines freigeschaltet? Ach, deswegen können wir die noch nicht freigeschalten. Weil wir haben die noch nicht freigeschalten. Palman University. Ja, dann ist klar, dass wir natürlich dementsprechend dann die Gebiete noch nicht haben, die Wagen noch nicht kaufen können. Wenn wir sie noch nicht freigeschaltet haben. So. Wir machen jetzt noch zwei Rennen. Vorausgesetzt, es greift mich hier keiner mehr an. Wir werden hier uns noch ein bisschen weiter breit machen in Wolves TFK. Wir werden hier jetzt noch ein schönes Sprintrennen fahren, oder? Ja, Stufe 2. Nicht schlecht, nicht schlecht. Auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. Wohnsiedlung. Große Rikits, Paket 2. Doch, dann nehmen wir das. Da gibt es schön was für die Optik. Wir bräuchten auch langsam mal was für die Leistung, aber scheiß doch drauf. Scheiß auf Leistung. Oh, was haben wir denn da? Keine Ahnung. Wir sehen uns nachher. Hallo, Niki. Die fährt schon wieder schräg. Darius, was soll denn das? Noch ein paar Rennen und er hat mehr zu sagen als du. Wieso? Das ist gut für ihn. Er muss um seinen Ruf kämpfen. Er regelt auch das Geschäftliche für mich. Er schuldet doch uns beiden was. Du nutzt ihn aus. Aber nicht doch gleich. Ich bin der Einzige, der weiß, was er drauf hat. Was hast du denn? Man kann Rennen auch anders gewinnen. Stimmt. Er gewinnt aktuell. Und dieser Wagen klingt verdammt geil. Da ist sie wieder. Die Streckendame. Ich nenne sie einfach mal Streckendame. Und Nitro vorbei. Verdammt, wieso sind die so viel schneller? Gut, dann bin ich jetzt vorbei. Scheiß drauf auf Lack zerkratzen oder so. Du bist auf meiner linken Seite, du Olle. Wir werden keine Freunde mehr. Nicht so wie Kate und ich in Fallout 4. Wow. Wow. Digga, was war das gerade? Ah ja, okay, ich sehe das Tor. Und rein. Ach was, kommt sie da? Oder kommt da was? Habe ich kaum gesehen. Ist ja nicht so, als ob ich ein Radar und ein Navigationssystem hätte. Oh.
Boah, jetzt habe ich natürlich das auch noch mitgenommen. Schönes Ding. Ich fahre natürlich immer auf der Gegenverkehrsseite. Was? Gasse, rechte Seite? Da. Einfach. Dankeschön. Oh, da ist schon das Ziel. Ah, ne. Runden. Ups. Ich dachte schon. Oh ja. Das war wieder mal... Hauptsache, der Lack ist schön verkratzt worden. Nee. Ich dachte, ich bin letzter. Ja, ein wenig Sarkasmus herrscht hier. Wenn man die Sprüche viele Jahre hört, gefühlt zumindest, dann kann man irgendwann nur noch mit Sarkasmus darauf reagieren, weil ich meine, was soll der Spruch? Du bist in Führung. Natürlich bin ich in Führung, wenn ich an erster Position bin. Das Ganze schreien von mir aus, wenn ich gerade die Führung übernommen habe. Dann ist das super, dann ist das hier motivierend, aber wenn ich hier schon lange in Führung bin... Oh, die Bullen brauche ich jetzt nicht auch noch. Oh, da vorne ist die Ziellinie. Ja, du wirst gewinnen. Ich nicht. Ich habe gerade einen Unfall mit dem Taxi gehabt. Ne? Der Hochglanzlack, der sieht so geil aus. Da will ich gar nichts anderes drauf tun. Eigentlich war ich kurz davor, das Ganze hier in Metallic umzulackieren. Aber ich denke mir so, why? Renault Clio V6. Eieiei, jetzt gewinne ich aber ordentlich Wägen hier. So, wird mein Gebet nicht verteidigt? Nicht angegriffen? Ah. Zwischensequenz. Hi. Sie wünschen? Ich glaube, du machst einen Fehler. Das hier ist nur für echte Fahrer. Nichts für Feiglinge. Also, stopp. Da habe ich was zuwider. Da habe ich aber eindeutig... Oh, natürlich wird mein Territorium angegriffen. Natürlich wird das angegriffen, Mann! Nee. Ich habe aber was entgegenzusetzen, mein Freund. Ich sag, dieses Spiel ist nur was für Leute mit richtigen Augen. Oh! Okay. Das Rennen schon wieder. Könnt ihr nicht mal andere Gebiete angreifen? Dann wäre es vielleicht auch mal spannend für die Zuschauer. Aber andererseits möchte ich sowas halt auch nicht rauscutten, weil ich mir denke, das gehört halt genauso zum Spiel dazu. Nee, dies nehme ich jetzt nicht. What the fuck? Alles klar. Oh, verdammt nochmal. Opa! Nein! News Channel, was machst du denn? Böser News Channel Wagen. Wow. Ah, verdammt nochmal, einen Moment. Cut! Ich mach sofort fertig und zieh mich um. Ciao. So, und wieder zurück am Start. Jetzt gilt es schnell das Rennen, denn wie ich schon vor ein oder zwei Folgen gesagt habe, habe ich ein bisschen Druck gerade mit der Aufnahme. Und jetzt ist natürlich das Telefonat gekommen, beziehungsweise der Anruf. Mach fertig. Und das muss ich jetzt natürlich auch. Wichtig für mich ist nur, boah, dass ich jetzt ganz kurz hier diese Gebietsverteidigung noch fertig mache. Alter, das kann nicht wahr sein. Du Olle, hast mir voll den Weg versperrt. Und jetzt haust du auch noch das Ding um. Ey, ich hätte... Aber nice, einer ist hängen geblieben. Und zwar der bis der derzeitige Zweitplatzierte. Oh, ups, okay. Das hätte man natürlich auch nehmen können.
Aber ist egal. Wir sind... Ah ja. Oh nö, oh nö. Was nicht dagegen fahren. Höchstens gegen dich nicht fahren. Wir fahren eher gegeneinander als miteinander. Das ist ein kompletter Schwachsinn, Mann. So. Ja, Park, danke. Durch, 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 durch. Oh, sie ist hängen geblieben. Den brauche ich nicht. Ich nehme es lieber so. Ich habe die Kurve nicht verpasst. Ich brauche ihn nicht. Ich bin abgehoben. So, hier ist... Wow! Scheiße, war das eng. Um die Kurve Nitro scharf nehmen und... Jetzt hat die... Nee, ich hab... Die hat gewonnen. Die hat gewonnen. So eine Olle. Das kann nicht wahr sein. So, jetzt müssen wir noch ganz kurz was austesten. Und zwar einmal kurz zurück zum Unterschlupf. Bitte, dankeschön. Jo. Dann machen wir es so, dass wir zurückgehen. Dass wir das Ganze hier speichern. Möchtest du dein Profil speichern? Überspeichern? Ja, dankeschön. Die Karriere fortsetzen. In die Weltkarte reingehen. Und dieses blöde Kontrollpunktrennen noch einmal starten. Und... Damit sage ich schon mal auf jeden Fall auf Wiedersehen. Ich möchte das Ganze jetzt hier noch mal auf Kamera festhalten. Ob das Ganze auch wirklich leider so funktioniert, wie es funktioniert, oder auch nicht. Zack. Ja, ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall gefallen. Diese traumhafte Aufnahmesession. Wenn ich mir irgendwelche Wagen speziell mal angucken soll... Wenn ich irgendwie mal andere Vinyls auschecken soll oder wie oder was oder so, gerne Vorschläge rein. Ich weiß nicht, ob ich sie zeitnah umsetzen kann oder ob ich sie umsetzen werde. Aber es ist auf jeden Fall mal ein Kommentar wert, sollte euch was interessieren. Ihr könnt auch gerne Fragen stellen. Ich weiß viel über das Spiel, nicht alles. Viel auf jeden Fall. Und jetzt haben wir... Die Fehlermeldung, mit der wir uns verabschieden. Ciao, bis zum nächsten Mal.